Er ist notwendig, doch nur selten Element der kreativen Gestaltung. Der Zaun. Vielleicht, weil er markiert, was Kreative gerne überschreiten. Grenzen. Also riefen Creative Industries Styria und der Holzcluster Steiermark heimische Architekten und Holzbetriebe auf, im Rahmen des Designwettbewerbes mit Unterstützung des steirischen Zaunherstellers H&S Zauntechnik die Grenzen des Herkömmlichen zu verschieben und sozusagen neue Zaunpfähle einzuschlagen. Das Thema Design wirkt einfach als Innovationstreiber, auch als Förderer für neue Produkte, als zum Erlangen neuer Marktchancen. Architekten denken anders als unsere Holzbetriebe. Wie Architekten anders denken, zeigt sich beim Zaun Mikado. Auf ästhetische Art und Weise erfüllt er die Schutz- und Grundfunktion. Es ist auch so, dass ein Zaun zum Thema der Ausgrenzung immer zwei Seiten hat. Es gibt eine Seite und die andere Seite. Beide Seiten gleich zu gestalten, war einer der wichtigsten Schwerpunkte. Der zweite wichtige Schwerpunkt war das Thema Holz in seiner archaischen Rohheit, sage ich mal. Sägeraue Lärche, verwittert großartig auf Dauer. Und ein bisschen im Hintergrund war auch dieser alte, gute Jägerzaun. Diese Ideen sollten schließlich dank der aufgeschlossenen und kreativen Zusammenarbeit mit dem Holzbetrieb und einem Zufallsprinzip zur Mikado-Zaunform führen. Wir haben das Ganze mal auf den Boden zusammengelegt und haben geschaut, wie können wir das Ganze produzieren. Und irgendwann sind wir dann drauf gekommen, wie es am besten aussieht. Und so ist das Produkt dann herausgekommen. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Also jemand, der es ein bisschen, sagen wir mal, konservativer haben will, aber doch mit einer gewissen Raffinesse, die so noch nicht da war. Und gleichzeitig aber auch ein sehr offener Zaun, der sehr gut zeigt, wie man mit dem Thema ganz anders umgehen kann, vor allem jenseits vom Maschendrahtzaun. Mit Mikado überlegt man sogar, in Produktion zu gehen. Damit wäre dem Holzcluster und Creative Industries Styria als Brückenbauer der Kreativbranche mit der steirischen Holzwirtschaft etwas gelungen, das weit über den Designmonat hinausgeht.